PCR-Lüge, das ist auf einem Plakat gestanden, wo ein Demonstrant am Samstag an einer Anti-Corona-Demo aufgehebt hat. Hat er mal recht? Oder anders gesagt, was taugen die Corona-Tests? Ob schon in den letzten Tagen immer mehr kranke Personen ins Spital eingeliefert werden müssen und ob schon in einigen Kantonen bereits Intensivstationen am Limit sind, haltet sich die Behauptung, dass die Corona-Tests nicht aussagekräftig sind. Da die gängigen Argumente im Faktencheck. Argument 1. Der PCR-Test weist nicht das ganze Virus nach, sondern nur Virusbruchstücke. Und darum weist der Test auch ähnliche, aber harmlose Coronaviren fälschlicherweise als SARS-CoV-2 aus. Fakt 1. Der erste Teil der Aussage stimmt. Der PCR-Test weist nicht das ganze Virus nach, sondern nur ein Teil vom Erbgut vom Virus. Aber die heute gebräuchlichen Tests, die sind hochspezifisch für 2 bis 3 Stellen im Erbgut vom Virus. Und damit ist die zweite Hälfte der Aussage, dass eine Verwechslung stattfinden kann, sehr unwahrscheinlich. Argument 2. Wenn bei jemandem im Nasenrachenraum Virusbruchstücke nachgewiesen werden, heisst es noch lange nicht, dass er infiziert ist. Genauso gut könnten tote Virusteile einfach so beim Einschnaufen dort angekommen sein. Fakt 2. Theoretisch ja, aber eigentlich nein. Es gibt keine wissenschaftliche Studie, die zeigt, dass jemand totes Virusmaterial eingeschnuffelt hat und nachher positiv getestet worden ist. Theoretisch ist es möglich, dass wir uns über Aerosol, also über die Luft, infizieren, indem wir lebende, infektiöse Viren einschnuffeln. Aber es gibt Studien, die zeigen, dass der Übertragungsweg für das Virus nicht sehr effizient ist. Und viel, viel wichtiger ist die Übertragung via Tröpfchen oder via engen Kontakt. Überdies ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand sich mit totem Material gerade infiziert, nachher unmittelbar danach, das heisst, solange das Material noch auf seiner Schleimhaut liegt und ohne, dass er Symptome hat, gerade in einen Test geht und positiv getestet wird, also die Wahrscheinlichkeit ist neu bei null. Das heisst also, wenn jemand in seinem Nasenrachenraum Viren hat, bedeutet das, dass er entweder infiziert war oder aktuell infiziert ist. Argument 3. Ein positives Testresultat heisst nicht, dass jemand an Covid-19 erkrankt ist. Fakt 3. Korrekt. Das Virus zu haben bedeutet nicht automatisch, dass man krank wird. Und außerdem, nicht jeder, der infiziert ist, hat gleich heftige Reaktionen auf SARS-CoV-2, weil nicht bei jedem Mensch das Immunsystem gleich heftig auf das Virus reagiert. Und letztlich ist ja Krankheit eine überschüssende Reaktion vom Immunsystem. Aber jeder, der das Virus hat, kann das Virus auch weitergeben. In welchem Mass das der Fall ist, ist noch nicht ganz klar. Aber es zeigt, dass jeder Infizierte ein potenzieller Überträger ist. Und darum ist er relevant für die Infektionskette. Argument 4. Je mehr getestet wird, desto mehr Infizierte findet man. Fakt 4. Stimmt, solange das Virus ungehindert in der Bevölkerung zirkuliert. Aber wenn man nicht testet, heisst das nicht, dass es die Infizierten nicht gibt. Oder anders gesagt, am Virus ist es egal, ob wir testen. Dass die steigende Fallzahl nicht zusammenhängt mit der steigenden Testzahl, das zeigt der Verlauf der Testkurve in der Schweiz. Wir haben Ende Juni, Anfang Juli schon mal mehr getestet, aber nicht mehr Fälle gefunden. Aber in den letzten paar Wochen ist jetzt die Rate der gefundenen positiven Fälle im Vergleich zu den durchgeführten Tests, man redet von der sogenannten Positivitätsrate, kontinuierlich gestiegen. Von 1% am 1. Juli bis auf heute über 25%. Das heisst, es gibt deutlich mehr Fälle. Argument 5. Gerade die hohe Positivitätsrate zeigt doch, dass das Virus schon weit verbreitet ist in der Bevölkerung, ohne dass sehr viele krank werden. Also so gefährlich kann es nicht sein. Fakt 5. Der erste Teil von dieser Aussage stimmt. Aber wenn wir heute eine hohe Positivitätsrate haben, heisst das, dass wir in der Bevölkerung auch einen recht hohen Anteil von Infizierten haben, die wir noch nicht entdeckt haben. Man redet von der sogenannten Dunkelziffern.
Und die Dunkelziffer, die ist wichtig, um den weiteren Verlauf der Pandemie abzuschätzen. Wenn man nämlich davon ausgeht, dass etwa jeder zehnte Infizierte ins Spital muss, dann kann man mit der Zahl der Infizierten von heute abschätzen, wie viele Personen in 10 Tagen ins Spital kommen. Und das ist extrem wichtig, um im Gesundheitswesen zu planen. Keine Aussage macht die Positivitätsrate über die Gefährlichkeit des Virus für eine einzelne Person. Das Fazit: Viele Argumente der PCR-Skeptiker sind einigermaßen richtig, aber nicht zu Ende gedacht. Oder es sind eben Halbwahrheiten.